So. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Allgäu. Wir sind vorgestern hier schon angekommen, aber hatten richtig Pech mit dem Wetter. Es hat übertrieben geregnet, gehagelt, alles. Kann man sich nicht vorstellen. Jan ist nur mit 50 auf der Autobahn gefahren. Ich saß die ganze Zeit so, bin auf der Autobahn gefahren und habe einfach fast nichts gesehen, deswegen musste ich auch nur 50 km/h fahren. Genau, und dann sind wir irgendwann abgefahren zum Schlafplatz, haben dann da geschlafen, sind morgens um 5 oder 6 aufgewacht und haben uns dagegen entschieden, was zu unternehmen, weil es so doll geregnet hat, immer noch. Und haben dann gestern provisorisch den Tag einfach nur in der Uni verbracht, was übrigens richtig praktisch ist, dadurch, dass wir selbst Studenten sind, haben wir überall WLAN in jeder Uni, also ohne, dass wir ein WLAN-Passwort brauchen, sondern können einfach, oder unser Handy ist automatisch eingeloggt, weil es das wiedererkennt von unserer Uni. Die Uni ist auch immer offen, also wir haben immer Strom. Genau, also das noch als Tipp für andere, die entweder auch Studenten oder nicht Studenten sind, weil Strom könnt ihr ja trotzdem nutzen. Auf jeden Fall haben wir dann gestern nur in der Uni gehockt, Videos bearbeitet und Fotos bearbeitet und solche Sachen. Und heute sind wir, oder wollten wir eigentlich um 5 Uhr aufstehen, aber haben auch ein bisschen verschlafen, jetzt ist es 6 Uhr. Und wollen uns Schloss Neuschwanstein angucken. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Gestern sind wir schon durch den Ort gefahren. Es war unnormal touristisch. Und deswegen wollen wir jetzt früh morgens dahin. Ups. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir, beziehungsweise hätte sich nicht gelohnt, wären wir früh hier gewesen, weil alle Parkplätze erst zwischen 7 und 8 aufmachen und es gibt Schranken. Das heißt, man kann nicht einfach drauf fahren und schon früher parken. Es war bei den anderen Schlössern anders, da konnte man immer trotzdem schon parken und da war dann so ein Kassenhäuschen, wo man bezahlen musste oder irgendwas anderes. Aber hier geht es halt wirklich nicht und es gibt auch keine kostenlosen Parkplätze in der Nähe. Wir haben gar keine gesehen. Ja, und den Weg, den wir jetzt hochgegangen sind, ich glaube, das war so mit der komplizierteste. Wir sind quasi einmal quer durch den Wald gegangen und es ging die ganze Zeit steil bergauf und es war auch relativ anstrengend, würde ich sagen. Und es scheint auch noch so eine Art Geheimtipp zu sein, weil hier einfach kein Mensch ist und wir sind hier schon seit Ewigkeiten. Aber wir können uns vorstellen, es gibt bestimmt einen leichteren Weg, um hierher zu kommen. Ja, das können wir uns echt vorstellen. Aber wir werden sehen, wenn wir gleich runtergehen. So, und jetzt zeigen wir euch erstmal die Aussicht hier. Regenjacken an, weil es regnet, aber dazu sagen wir gleich mehr, beziehungsweise wo wir gerade sind und so. Also die Umgebung um Schloss Neuschwanstein hat uns super gut gefallen. Wahnsinnig gut. Das war bisher sogar irgendwie, es hat nochmal alle Schlösser getoppt, bei denen wir bisher waren. Also Burg Eltz fand ich mega cool, das aber auch. Also hat irgendwie einen eigenen Charme und ich fand es mega cool, zu diesem Aussichtspunkt zu gehen, wenn man da halt komplett alleine war. Also anscheinend ist da niemand hingegangen. Also wir haben auch niemanden, als wir runtergekommen sind, den Weg hochgehen sehen. Und wir sind dann noch zum Schlosshof gegangen und hatten erst überlegt, ob wir eine Tour durchs Schloss machen, aber da war viel zu viel los. Da war so viel los, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da waren Wahnsinn. Das war krank. Mhm. Dann sind wir da noch ein bisschen rumgegangen und mittlerweile sind wir gerade in Österreich. Beim Plansee? Ja. Aber es soll heute die ganze Zeit regnen. Ja, also wir haben gerade erst mal Mittag gegessen, waren davor noch duschen und da es hier kein McFit in der Nähe gibt, sind wir zu einem Campingplatz gefahren. Hat auch sehr gut. Ich fühle mich jetzt wieder wie ein neuer Mensch. Übrigens schlafen wir aktuell immer im Auto und nicht im Zelt. Vor allem auch wegen dem Wetter und weil unser Zelt kaputt gegangen ist. Ja, und was wir gerade hier so beobachten, ist, dass ganz viele Wasserrettungsautos angeschossen kommen. Also anscheinend muss hier irgendwas passiert sein. Wir hoffen nicht. Wir hoffen einfach nur, dass es irgendeine Übung ist. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Scheint nicht so. Naja, wir werden jetzt das Beste draus machen aus dem Wetter. Wir können ja nicht überall warten, bis wir überall gutes Wetter haben. Und werden uns jetzt den Plansee angucken.
Der Plan ist unglaublich schön und erinnert uns total an Kanada, weil überall, wo du lang fährst, gibt es so kleine Haltebuchten, wo du anhalten kannst und hast dann so eine richtig schöne Aussicht auf den ganzen See. Also gefällt uns total gut. So, wir befinden uns mittlerweile am Eibsee in Bayern und die letzten Tage waren wir noch in München. Wir haben dort eine Nacht im Hotel geschlafen, weil wir die letzten Nächte davor halt immer im Auto geschlafen haben, weil unser Zelt kaputt gegangen ist. Und ja, irgendwie hatten wir beide nicht so gut geschlafen, waren tierisch müde und haben uns dann relativ spontan, da wir eh in München waren, um die Stadt anzugucken, dazu entschieden, eine Nacht im Hotel zu verbringen, was auch echt gut tat. Also wir haben dann einfach mal wieder einen ganzen Tag durchgeschlafen, damit wir ein bisschen Schlaf nachholen konnten. Mhm. Auf jeden Fall hat uns München, also München finden wir an sich schön, aber wir sind halt überhaupt keine Stadtmenschen. Also uns ist das immer viel zu laut und zu viele Menschen auf einem Ort. Und der Verkehr ist echt nervig mit dem Auto, es ist so stressig. Klar, also wir hätten auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können, aber ja, wir haben das Auto dann in einer Garage, In der Tiefgarage. In der Tiefgarage geparkt und sind dann zu Fuß durch München gegangen. Und genau, jetzt sind wir am Eibsee in Bayern und ja, der ist wunderschön. Wir sind leider heute zu spät aufgestanden. Und werden auch direkt bestraft. Genau, also wir wollten eigentlich zu einem coolen Fotospot hier gehen und eigentlich stehen wir mal um 5 auf, damit wir in Ruhe Aufnahmen machen können und danach dann den Tag für uns haben. Und genau, jetzt sind wir aber um 8 oder 9 erst hier gewesen und der Fotospot ist leider in einem FKK-Bereich. Das heißt, wir können ihn jetzt auch nicht mehr filmen oder keine Fotos machen, weil sonst nackte Leute mit drauf wären. Ja, das wussten wir vorher auch gar nicht. Wir gehen da hin und auf einmal sind wir ganz viele nackte Menschen. Ja. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt hier einen anderen Spot gesucht, werden unser Stand-Up-Paddle wahrscheinlich gleich rausholen und hier ein bisschen schwimmen gehen und lesen und den Tag irgendwie schön verbringen. Außerdem hat man vom Eibsee aus eine richtig schöne Aussicht auf den höchsten Berg von Deutschland, den hier, und zwar die Zugspitze. Voll süß, guck mal. Die machen voll viele Stand-Up-Paddeln oder Stand-Up-Paddeln hier mit ihren Hunden. Richtig süß. Übrigens ist uns gerade eben aufgefallen, dass unsere Tasche für das Stand-Up-Paddleboard auch kaputt gegangen ist. Das ist ein bisschen blöd, weil hier kann man das halt wie einen Rucksack tragen und jetzt ist das halt nicht mehr möglich. Und jetzt muss man das halt sehr, sehr umständlich tragen. Naja, wir machen das Beste draus. Mit der GoPro haben wir bisher immer Probleme. Sie ist schon seit gefühlt einer Stunde so beschlagen und wir können einfach keine Fotos machen, keine Videos, gar nichts. Und es geht einfach nicht weg. Es ist so nervig. Wir machen uns jetzt eine Kleinigkeit zu essen und ein ganz kurzes Fazit zum Eibsee. Also ich muss sagen, und ich glaube, ich spreche auch in Maries Namen, das ist bisher der schönste See, den wir in Deutschland gesehen haben. Die Kulisse ist einfach einzigartig hier, auch mit der Zugspitze im Hintergrund. Und das Wasser ist türkisblau und glasklar, also richtig gut. Beim Eibsee hatten wir übrigens gestern das Glück, dass wir kostenlos parken konnten. Also wer eine kleine Wanderung in Kauf nehmen kann oder möchte, kann kostenlos dort parken. Und ansonsten kann man sich da, ich glaube, ein Tagesticket oder sowas holen. Und für 5 Euro oder so. Genau, und direkt halt vor Ort parken und dann muss man nicht so weit gehen. Und jetzt sind wir noch vom Eibsee weitergefahren zum Königssee. Und da haben wir jetzt die Nacht auf dem Campingplatz verbracht, der war richtig schön. Also jetzt nicht direkt beim Königssee, sondern in der Nähe vom Weichensee. Und dann sind wir vom Weichensee. Heute Morgen, so? Ja. Ich glaube, der heißt so. Sind wir heute Morgen 2 Stunden hierher zum Königssee gefahren. Genau. Und hier haben wir jetzt ein Tagesticket zum Parken geholt. Wir wissen leider nicht, wir waren noch etwas spät dran heute Morgen, ob man irgendwo kostenlos parken kann und haben jetzt, ich glaube, 5 Euro, ne? Ja, 5 Euro. Für ein Tagesticket bezahlt und sind dann mit der Fähre vom Steg hier zum Obersee gefahren. Also über den Königssee rüber und man hatte die ganze Zeit eine richtig schöne Aussicht auf den See drauf. War richtig gut. Und richtig krank. Also an manchen Stellen ist der See bis zu 200 Meter tief, haben wir erfahren. Das ist so tief, finde ich. I'm scared of the horizon,
Wir haben uns jetzt gerade eben noch so ein bisschen gestärkt und befinden uns jetzt auf dem Weg zum Königsbach-Wasserfall entlang des Königssees. Und der Wanderweg an sich soll relativ schwer sein. Haben wir auf jeden Fall gelesen. Mhm. Und wir haben jetzt schon, ich glaube, so ein Drittel oder die Hälfte ungefähr geschafft. Nee, ich glaube sogar mehr, so drei Viertel haben wir schon geschafft. Ja, auf jeden Fall ist er okay. Also er ist nicht ohne und ist auf jeden Fall nicht ungefährlich, aber man kann ihn machen. Und der letzte Part vom Wanderweg ist halt nicht offiziell. Deswegen auf eigene Gefahr und immer Wanderschuhe am besten anhaben. Gerade die Aufnahmen gesehen und dazu muss man nichts sagen, es ist einfach unglaublich schön hier. Ich wollte noch eine Kleinigkeit zum Wanderweg sagen. Also wir sind bis zum Wasserfall gewandert und sind dann ungefähr bei der Mitte vom Wasserfall rausgekommen. Wir hätten uns dann entscheiden können, ob wir nach unten wandern. Da ist so ein kleines Plateau und dann kann man halt nach oben wandern. Das haben wir dann halt auch gemacht. Und die Wanderung, die dann nach oben geht, ist relativ schwer, würde ich sagen. Geht relativ steil hoch. Ja. Man kann das Ganze auch umgehen, indem man wieder etwas zurückgeht und außen rum geht, aber das haben wir dann nicht gemacht. Wir sind dann einfach direkt hochgeklettert und das war schon etwas anspruchsvoll, aber man wird mit einer unglaublich schönen Aussicht belohnt und wir waren jetzt hier eine knappe Stunde und komplett alleine. Ja. Also es hat sich definitiv gelohnt. Und ja, ihr habt jetzt ganz viele Eindrücke aus Deutschland gesehen, ganz viele schöne Orte und ja, es ist einfach, Deutschland ist wunderschön. Muss man nochmal so sagen. Und für uns geht es jetzt ins nächste Land. Ja, nach Österreich. Genau. Und damit war es das auch mit dem Video. Ja. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ja, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.